Grüß euch. Hallo. Nicht provozieren, du bist zählt, dann sind die drinnen nicht ärmer drauf. Lass sie das einmal machen und alles ist gut. Die kommt gleich wieder und dann werden wir Insider-Informationen machen. Du kannst jetzt auch gleich leiten und sagen, du bist der Nächste von der Presse, damit die richtig Kopf grünen, weil sie sich denken, was, jetzt haben wir da irgendeinen unbedeutenden Festnummer und schon zweiten Presse haben. Die Jenny ist reingegangen, oder was? Ja, die ist gerade reingegangen. Sag ich, du kannst mir gleich das nächste leiten, dann können wir gleich werden, dass ich es nicht schicken. Hey, grüß Gott, da ist KryptoTV. Ich bin wegen einer Pressearbeit hier und hätte gerne ein paar Informationen zu der Festnahme. Ich verstehe Sie ganz schlecht, es ist so leise. Okay, gut. Grüß Gott. Ich bin mit meiner Pressearbeit hier von KryptoTV. Und ich hätte gerne Informationen bezüglich eben zu der Festnahme, die jetzt gerade bei der Großdemonstration in Salzburg stattgefunden hat. Ja. Was wollen Sie wissen? Ja, welche Gründe es jetzt da gegeben hat, dass wir die jetzt festnehmen hat müssen und wie lange werden sie jetzt einbehalten? Und ja, und welche Folgen steht Ihnen bevor? Ja, ich kann eine grundsätzliche Auskunft erteilen, ohne jetzt konkret auf den einzelnen Fall einzugehen. Ich weiß aber nicht genau, worum es geht, muss ich tatsächlich sagen, auf was Sie ansprechen. Also grundsätzlich ist es einmal so, dass man Festgenommene bis zu 48 Stunden anhalten kann und nach den 48 Stunden muss spätestens dann durch die Staatsanwaltschaft, durch die Zuständige eine Verfügung getroffen werden, was passiert. Da gibt es natürlich drei Möglichkeiten. Einerseits ist die Verhängung einer, also der Antrag auf Verhängung einer Untersuchungshaft. Das heißt, dass der Antrag gestellt wird und wird durch einen Richter entschieden, ob die Person, die festgenommen wurde, in Untersuchungshaft geht. Ja, ja, entschuldige, wenn ich es unterbricht, das ist mir so alles klar. Aber jetzt im Zug dessen von Herrn Darin und den Herrn Siegfried, die eben jetzt da eben reingebracht worden sind, was wird denen jetzt speziell vorgeworfen? Wie lange werden sie eben jetzt noch in Verwahrung bleiben im Zuge dessen? Was erwartet ihnen für eine Strafe? Okay, da ist so, muss ich Sie für konkrete Antworten an die Pressestelle verweisen, weil die zentrale Antwort, das steuert die Öffentlichkeitsarbeit. Ich persönlich bin mit den Leuten betraut. Ich bin nur heute da, weil ich Dauerdienst habe, bin für Sachen zuständig, wenn Waffen anfallen, aber nicht jetzt im Zuge der Demonstration, also in eigenen Personen eingeteilt, sondern für andere Sachen. Tagesamt. Ich muss Sie tatsächlich an die Pressestelle verweisen, die das einfach zentral steuern, die Presseanfragen. Ich persönlich werfe ja dann vor aus. Die Pressestelle wird jetzt aber so schnell sicher nicht Bescheid wissen, weil das jetzt gerade eben erst passiert ist, als wie da drinnen die Beamten eben. Ja, aber die haben jetzt natürlich auch was anderes zu tun als Also müsst ihr zumindest einen Eingangsbescheid haben, wegen was die jetzt eben festgenommen worden sind. Naja, ich frage einfach mal nach heute Nacht. Das ist einfach nur, ja. Es kommt ja hier mal vor, dass man doch was erfährt. Aber zumindest kurz Pressestelle morgen eher oder sonst halt so. Und bedanke mich zumindest für das, dass mit mir. Ja, klar. Keine Ahnung was. Dann kann es natürlich sein, dass sie ein paar Stunden kommen langsam gehen. Zumindest ich komme jetzt nicht näher ran, um mehr Informationen zu bekommen. Und somit bedanken wir heute auch, okay, für die Informationen trotz alledem und ich wünsche euch einen schönen Tag. Wenn es Fragen haben, melden Sie sich an die Pressestelle. Ja klar, das werde ich machen. Die können sich ja genauer auskommen, dann diese zu ihr reden.
Da werde ich sowieso anrufen, okay. Schönen Abend. Hey, sie haben meinen Roman wieder ausgelassen. Juhu. Scheiß. 78 Anzeigen später und der ist noch frei. Nein, es sind bis jetzt nur 30. Schön, dich wiederzusehen. Was haben Sie dir erzählt? Er hat mich auf die Pressestelle verwiesen. Auf die Pressestelle hat ihn mich vertröstet, aber natürlich wird also man sofort kein Info von der Pressestelle, weil ich nicht mehr muss jetzt ganz kurz das ist der Roman, das ist die Jenny, ihr kennt sich vom Hören und Sagen, aber noch nicht persönlich, hier hat man noch nie erklärt. Die macht so komische Impfstraßen-Dom-Geschichten, die ist voll komisch. Die macht so Sachen mit den katholischen Kirchen, da lobe ich mir die. Entschuldigung. So, wir haben. Also, ich sage jetzt nichts ohne meinen Anwalt, das erste, aber. Weißt du, was du jetzt sagst? Du sagst jetzt nichts ohne dein Dosenbier, deswegen habe ich das extra mitgebracht. Cool, die rennt eher noch. Ich habe schon befürchtet, dass ich vergesse zum Einschalten, weil ich es so gehalten habe, neben ihm, was ich gesehen habe. Nein, da drinnen sitzt der, der quasi ihm gesagt hat, dass es eine Pressestelle gibt und die Pressestelle nichts weiter sagen kann. Aha. Aber der Darin ist nicht drinnen. Das hat der nicht aussagen können. Ne? Okay. Deswegen hätte er gesagt, jetzt ist die Frage, ob den Sigma haben sie ja offiziell laut seiner Aussage, weil ich fragte, wo sie ihn hinbringen, den haben sie offiziell in der Polizeistraße gesetzt, mit uniformierten Beamten, da hat es eben Kasten, Alpenstraßen, Anhaltezentrum. Und ja, wegen laut, haben sie ein Sigma? Ja, Widerstand gegen die Staatsgewalt. Ich meine, der Kalauer, was der Gummiparagraf, den kann ich dehnen und strecken. Wer den Sigma kennt, weiß, dass der Sigma kein österreichischer Staatsbürger ist. Und er weiß auch, dass der Sigma jemand ist, der keine Gewalt ausübt und somit auch keinen Widerstand im physischen oder sonstigen Sinne gibt und somit auch keinen Widerstand gegen eine Staatsgewalt. Das ist reine Willkür, sagen wir es auf gut Deutsch. Nein, man muss die Quote erfüllen, weißt du, das muss willkürliche Quoten erfüllen. Da habe ich gesagt, ich habe die Cops heute gesagt, wenn sie wollen, dass nur noch Maskierte auf der Straße sind, ja, dann wird das in Zukunft so passieren. Ich bin mir noch nicht sicher, dass sie das wollen. Mhm. Weil wenn sich vier Leute brauchen, um den Adrian niederzutackeln und drei Leute, um ihn zu fixieren, dann sage ich, ey, Kinder, das ganz im Ernst, schwarbewaffnet, Haushaltsgürtel. Das war, wie es die Tochter von der Kerstin nämlich rausgezogen haben, gell? Das habe ich nicht mitgekriegt. Ich bin eigentlich wegen der die Jenny hat ja ein Video gemacht. Nein, ich bin wegen dem Rausziehen vom Sigma bei der Kontrolle vom Sigma gestanden. Und dann hat es geheißen, hey, da liegt einer beim Baum und auf den Knien oben. Und da hat sie dann eben rausgezogen, das war der Adrian. Und ich bin dann dahin, da haben sie dann gleich einen Schutzwall aufgebaut. Und dann hat mir eben ein Polizist, den ich kenne, gesagt, nein, ich soll da nicht sowieso, ich bin da friedlich. Sage ich nur, ob das jetzt notwendig ist, nach Floyd und nach dem Rockhaus-Vorfall, dass drei erwachsene Leute, schwer bewaffnet, auf einen so einem Gespindel. Wir wissen ja noch nicht, ob er da ist. Hat schon einer. Nein, hat. Ja, somit mehr können wir jetzt wirklich nicht sagen, ob sie ja wirklich jetzt da drinnen sind, wissen wir auch nicht wirklich. Und wie lang und wegen was jetzt die noch angeprangert werden, das werden wir noch erfahren. Vielleicht schauen wir auch noch zur Landespolizeidirektion. Aber wie gesagt, Informationen werden wir auch da drinnen nicht kriegen. Aber zumindest beim Kriminalreferat, wo wir jetzt eben sind, kriegen wir nicht mehr Informationen raus. Ja. Ich verstehe es nicht, warum das auf einer Krippe sitzt. Wenn er überhaupt da drin ist, mich wissen damals so gar nicht, oder? Das ist ein passiver Widerstand. Frieden! Freiheit! Friede! Freiheit! Keine Diktatur! Frieden! 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 Freiheit! Keine Diktatur! Da schaut er noch rein. Lass ihn frei! Da ist er Schwammerl, da ist er Schwammerl. Lass ihn frei!
Lass den frei! Lass den frei! Lass den frei! Lass den frei! Lass den frei! Lass den frei! Lass den frei! Lass den frei! Lass den frei! Lass den frei! Lass den frei! Lass den frei! Ja, ja, da weg, da ist er schon mal. Aber da ist er auch schon mal. Eine rechtliche Grundlage, wir haben das alles öffentlich, aber schon interessiert. Santo, ist da eine hübsche Frau oder was? Ist da eine hübsche Frau irgendwo oder wie? Ja, ja, du pfeifst dir einer Lady nach. Ich muss sagen, ob er da ist, jetzt warte ich auf die Antwort. Verflirtet beim Pfeifen. Was hast du aus Sekunden drinnen? Gar nichts. Sie haben gesagt, ich soll zur Pressestelle sie anrufen. Dann habe ich gesagt, die wissen aber jetzt auch nicht mehr als wie die Kripo-Beamten, die sie da drinnen haben. Und er sagt, ja, aber trotzdem, er selber weiß auch nichts, weil er nichts mit dem Fall jetzt zu tun hat. Und bin halt unverrichteter Dinge wieder rausgegangen. Aber ja, werden wir schon erfahren alles. Ja. Gehen wir dann da rein und fragen wir jetzt. Ja, macht das Mürbe, macht das Mürbe. Ja, mach doch. Die Jenny war vorher schon drin. Wenn jeder reingeht. Vorher war die Jenny drin, dann bin ich reingegangen. Lass den frei! 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 Aber sind die sicher da drinnen? Oder bei der Landesdienst denkt er eher bei der Landesdienst? Bei der Heißverwarnung soll er da werden und dann kommt er ins Badzug oder fällt lassen. Und das können an denen nicht sagen, als wir anfangen. Man kennt einen Journaldampf, der kann was. Da gibt einen Journaldampf. Alter, ja, weiß ich auch noch nicht, was die jetzt da drinnen ausmachen. Ja, aber ja, das hat ja mitgebracht. Ja, warum brauche ich das einmal? Du brauchst einen Journalbeamten, der älter ist. Die Nummer ist sicher so, oder? Ja, ganz sicher, bitte. Dass die sagen, wir müssen keinen gehen, weil der Darian ist schon lang weg. Nein, das ist eine Woche da. Wie war die Nummer? 059, du, normalerweise. 133. Egal. 55, du bist mit der Vermittlung. Dann immer. Dann sagst du, brauchst den Journalbeamten von der LPD. Und wenn gerade auch wir, dann gibt es so ein Dich. Dann ist er doch. Und abhauen. Wir telefonieren gerade. Landespolizei der Wechsel in Salzburg, grüß Gott. Schönen guten Tag, ich bin von der Presse, von CryptoTV und bräuchte bitte den Journaldienst von der LPV. Journalbeamten? Journalbeamten, Entschuldigung. Von der LPD. Ja, nicht die Pressestelle, sondern den Journalbeamten brauche ich. Einen Rechtsgrundleger. Rechtsgrundleger? Ja, genau. Ich hab nicht, das ist heute das erste Mal. Kontakt direkt mit anscheinend sollte das möglich sein, neben der Pressestelle. Nein, ich glaube, das ist ein Missverständnis. Ich verbinde jetzt mal mit dem Kollegen, der die Presseagenten überholt jetzt im Journaldienst. Nein, das brauche ich eigentlich nicht, weil die wissen jetzt noch nicht Bescheid über den Fall. Das können die noch nicht wissen. Es geht ja darum, dass die Pressestelle das jetzt noch nicht wissen kann. Darum brauche ich eben diese Stelle gleich. Das verstehen sie ja, gell? Was soll ich? Ich nutze jetzt einmal eine Nummer, gell? Ja. Der Journalbeamte der LPD Salzburg ist ja nicht für Personen außerhalb der Polizei. Also wollen Sie mich nicht weiter verbinden dann in dem Sinne? Mein Gott, ich tue gerade die Nummer aufschreiben. Ja, super, dankeschön. Jetzt werden Sie nicht ungeduldig. Nein, passt schon, dankeschön. Bitte. Sehr verbindlich. Gerne. 76 0.
81946 0608. So, wer sind Sie nochmal genau, bitte? Mein Name ist Reuter Roman und bin von Krypto TV. Reuter Roman. Wie ist der TV? Krypto. Krypto TV, ja. Genau. Krypto TV. Okay, klar, Moment, bitte. Ja. Der Kollege wird sich drücken. Wiederhören. Dankeschön, wiederhören. Bitte, gerne. Ist also. Wie heißt denn Tatarien in Familiennamen und das Sigi? Wolfenstraßen, SPK, genug immer schön an. Die Kerstin war es, das ist super. Kerstin, ich kriege jetzt dann von der Polizei einen Rückanruf. Wie heißt denn Tatarien und der Sigi mit Familiennamen? Im Sinne einer Solidarität, wenn man heutzutage jemanden für sein Versammlungs- und Meinungsfreiheitsrecht, das in Anspruch genommen hat, festnimmt, dann sind wir jetzt da als sehr kleine Abordnung und sagen, dann stehen wir genauso dafür ein. Jetzt ist die Frage, ist er da? Wenn er nicht da ist, und ich vertraue da auf ein charakterlich ehrliches Ja oder Nein, dann sind wir schon wieder weg und dann sind wir in der Alpenstraße draußen, wo es wahrscheinlich bei der Polizeidirektion. Wir wollen nicht euren Abend schwer machen, wir wollen einfach nur Aussage machen, eine Selbstanzeige und wir wollen dem Rechtsstaat nach der guten alten Geschichte, wie er einst mal war, Folge leisten. Ja, versteht. Das heißt nur einmal, wenn hier die Anzeige erstattet wird und er hier ist, dann würden wir das auch gerne hier machen. Wenn er nicht da ist, dann gehen wir dahin, wo er einvernommen wird und machen das dort auch. Die kennen Sie ja. Ich weiß ja, was Sie sagen. Sie haben eine Ahnung, was passiert, wenn die Polizei anschreitet. Ja. Sie waren einmal der Türsteher, glaube ich. Bin ich immer noch, wobei man das bei 22 Uhr Sperrstunde nicht so unbedingt meiner wäre. Aber ja, das Problem ist einfach, wenn eine Person festgenommen wird, dann muss einmal der Sachverhalt geklärt werden. Ja, grundsätzlich muss ja ein Tatbestand vorliegen, dass man Personen festnimmt. Und aufgrund für die weiteren Maßnahmen, die man setzt, schaut man dann, ist es überhaupt was, weil irgendwas muss ja gewesen, irgendein Vorfall muss ja gewesen sein. Man wirft an dieser Stelle, damit ich das bitte, erkläre, und ich sage das jetzt auch beim Sieg, ich war nämlich nicht dabei. Man wirft ihm Widerstand gegen die Staatsanwalt. Erst Leute, es kann nur einer reden. Man wirft ihm Widerstand gegen die Staatsgewalt vor. Er ist aber weder körperlich noch irgendwie anders das österreichische Strafgesetz brechend in Erscheinung getreten. Das heißt, er hat unserer persönlichen Auffassung, und wir waren dabei, nichts getan. Und wenn er dafür vermeintlich vernommen wird, was ja das Recht eines jeden Rechtsstaates ist, jemanden zu vernehmen, dann wären wir hier, um zu sagen, wir haben dasselbe getan. Das heißt, wir würden eine Selbstanzeige machen. Und wenn diese Selbstanzeige eben hier stattfinden muss, weil er hier seine Aussage macht, weil er hier festgehört wird, dann würden wir das, um den Beamtenapparat zu schonen und Zeiten abzukürzen, ebenfalls hier machen. Wenn jetzt gesagt wird von Ihnen, er ist nicht bei uns oder... er wird angehalten, eben in der Polizeidirektion in der Alpenstraße draußen. Dann behelligen wir nicht länger, dann sage ich vielen Dank für die Zeit und Entschuldigung für die Störung an einem Sonntagabend. Dann ziehen wir weiter und machen unsere Selbstanzeige dort. Tatsache ist nur, man hat einen mündigen österreichischen Bürger, der 18 Jahre alt ist und der in unserer aller Beisein augenscheinlich den Rechtsstaat nicht überzogen hat, indem er nicht körperlich oder anderweitig aggressiv war oder das Gesetz gebrochen hat, festgenommen. Und man hat ihn mit zwei Zivilbeamten an den Uniformierten vorbei in ein Auto geschmuggelt und man hat uns gesagt, naja, er ist heimgegangen, das stimmt aber nicht, er wurde festgenommen. Und er sitzt in irgendeiner Polizeistation, sei es hier am Kriminalreferat, sei es in der Alpenstraße oder woanders, um dort einvernommen zu werden. Und wenn er eben einer Straftat bezichtigt wird, dann sind wir alle dieser selben Straftat schuldig, weil wir genau dasselbe gemacht haben. Und deswegen sind wir da. Und ich will hier keinen großen Radau, ich will hier keine große Presse oder sonst was. Vielleicht da einen Widerstand gegen die Staatsgewalt sitzen oder ja nicht. Wir haben alles auf Video. Videos. Der Elvis ist als Vertrauensperson, oder? Und lass mal jetzt einen Elvis als Vertrauensperson.
Die haben alles vorgelegt. Entschuldigung, wurde nicht. Mal kurz, es wurden nur sagen, heute die aus dieser Demonstration, die wie gesagt angemeldet und rechtskonform war und auch von euch exekutiert und begleitet worden ist, zwei Menschen mitgenommen wegen angeblichen Widerstand gegen der Staatsgewalt. Das ist ein deutscher Staatsbürger, der auf den Namen Sigmar hört, der vermeintlich eben in der Straße 90 draußen sitzt, im Anhaltezentrum, und ein junger Mann mit dem Vornamen Darian, der anscheinend hier einvernommen wird. Was mich persönlich sehr wundern würde, weil wie gesagt, wir befinden uns vor einem Kriminalreferat und ich glaube, dass all das, was er getan hat oder eben nicht getan hat, kein Kriminalreferat in irgendeiner Form auf den Plan ruft. Und wir warten auch nur da, um eine Selbstanzeige zu erstatten. Und wenn dieses Kriminalreferat... Wechselt Widerstand mit wieder Bedeckung. Was ist ich war mitten in der Amtshandlung drinnen. Du warst nicht dabei bei der Amtshandlung. Ich war aber dabei bei der Amtshandlung. Ich bin auf der anderen Seite gestanden. Ich bin genau drinnen. Nee, nee. Silenzium, lasst die Vertrauensmann reden. Ich habe von vier Beamten niedergetackelt und von drei fixiert. Ich bin dann da hingegangen und hab mir dann erklärt, wenn er sich kooperativ verhält, ist alles gut. Ich sag, der kann sich nicht kooperativ verhalten, weil drei auf den oben knien. Habe auch den Rockhaus-Vorfall vor 12 Jahren erinnert, dass das nicht gut ist. Hab an Floyd und so weiter erinnert. Hab gesagt, der Mann wiegt keine 65 Kilo. Lasst es aufstehen, der tut euch nichts. Man hat ihn dann mit Handschellen am Rücken zum Polizeiwagen verfrachtet, dort wurden seine Daten aufgenommen und man hat dann eben in weiterer Folge gesagt, er wird festgenommen wegen Widerstand gegen der Staatsgewalt. Obwohl er, wie gesagt, keine physische Gewalt ausgeübt hat und auch im Ausmaß dieses Spaziergangs nichts getan hat, was unserer Auffassung nach nicht rechtskonform gewesen wäre. Und wenn er dafür abgestraft oder eben angeklagt wird oder eben zumindest beamtshandelt wird, dann müsste man das der Fairness wegen mit uns allen auch machen. Und deswegen sind wir da. Wenn das hier drinnen passiert, das heißt, dass er da sitzt, dann machen wir das am selben Ort. Ja, das hat der Tischstritte mal gesagt. Ja, eigentlich Grunde drehen wir uns jetzt den Kreis. Dürfen wir jetzt wissen, ob die da drinnen sind oder ob wir jetzt woanders da unsere Selbstanzeige tätigen müssen? Wenn Sie jetzt... Das habe ich Ihnen eh schon gesagt. Ja, es ist so eine Pressestelle. Ich habe eine andere Frage gestellt, wie der Elvis und... Ja, okay, in dem Sinne haben wir die aus... den Gamer, wenn jetzt sagt, der Mike Vogel ist, da sind wir sicher richtig. Wir lassen das immer gut, dass wir alle haben. Grüß dich. Du warst du schon sicher? Sind wir uns sicher, dass er da drinnen ist? Alle Salzburger, bitte wurft die Salzburger oder Meisterstadt, wir brauchen noch mehr Leute. Nein, ich bin nicht gefragt, ob wir mehr Leute kommen. Warst du sicher, dass der da drinnen sind oder nicht bei der Landespolizei? Nein, also ich kann euch nur sagen, da ist zu 99% keiner drinnen. Wenn sowas ist, dann sind sie im Bad. Im Polizeianhaltezentrum. So wird es sicher. Also zu 99% sind es da nicht. Ja, aber da geht es um Wiederbedeckung. Da geht es ja eher um Wiederbedeckung. Ja, also Mike Vogel von Ö24 und ORF ist jetzt auch schon da. Und der Mike Vogel glaubt auch nicht, dass er da drinnen ist. Und dann muss man sie im Haftrichter vorfangen, das ist völlig klar. Nur uns hat. 48 Stunden sind aber gebraucht sein, dass er den Sachverhalt insoweit klärt, dass die Staatsanwaltschaft durch die Führung braucht. Sollte sich innerhalb der Festnahmezeit, die 48 Stunden aussuchen, dass die Person tatsächlich mit dem
was ihm zu vorkommt. Dann wird sie auf freien Fuß entlassen und alles ist gut, das ist mir schon klar. Ich bin auch nicht da oder wir sind nicht da, weil wir eine Freilassung erzwingen aber wollen. Das ist ein Problem vom Rechtsstaat, wie wir es jetzt im Moment erklären. Nein, nein, der Rechtsstaat sieht so aus, dass heutzutage theoretisch ja, und was das hat jetzt damit zu tun, aber dass in Van der Bellen im zweiten Lockdown die Sperrstunde überschreitet und bei der Licht ins Dunkelgala die Sperrstunde überschreitet. Es geht einfach darum, man hat einen von uns für seinen friedlichen, von der Polizei eskortierten, angemeldeten Protest rausgefangen und festgenommen. Und das ist ein Exempel, das man an ihm statuiert, weil wir sagen, der hat nichts anderes gemacht als wir auch. Und wenn seine Handlung in vermeintlichen Augen der Exekutive strafbar ist, dann bin ich der Erste. Leise! Ruhe! Ruhe! Lass mich frei! Hey, hör auf! Der Elvis ist es gerade Vertrauensmann und versucht da irgendwas in Erfahrung zu bringen. Ja, passt, und nicht ja, aber der Roman. ORF ist jetzt auch da. Ja, und ORF ist auch da. Aber ich glaube auch nicht, dass die da drinnen sind. Ja. Die sind sicher woanders da. Weil der Mike Vogel eben gefragt, ob er näher ist, also ob die wirklich drinnen sind, sagt er nein. Nein. Ja, warum sagt man der Darian dann? Im Grunde reden wir da. Ja, warum sagt der Darian das dann? Und er hat abgekommen. Ach so. Ja, er hat ja abgekommen bei mir. Warum war das? Und hat gesagt, nur am Platz, wo es gerade gesagt haben, dass der Kollege ja, schon angekommen ist. Ja, aber solange noch nicht von da die Information geben, wo er dann wirklich war, ist es noch lange. Er war ja da. Er hat abgekommen und gesagt, ich bin bei der Alpenstraße 1 bei der Kipo. Sonst wären wir ja nicht hergekommen. Aber er hat abgekommen und gesagt, er ist Alpenstraße 1 bei der Kipo. Ja, endlich einmal vernünftige Information. Ja, okay, das hat mir bis jetzt noch kein einziger gesagt. Sehr gut. Also, somit ist die Chance doch sehr hoch, dass sie da drinnen sind. Und dann sind wir genau richtig. Und dann schauen wir mal, machen wir Selbstanzeige in dem Sinne, dass wir endlich einmal dort Tacheles machen können. Mitten in der Amtshandlung. Der ist neben mir gestanden und ich war mitten in der Amtshandlung. Und da gibt es ein Video davon. Ja. Ist er jetzt da oder nicht? Ich habe gar nichts gesagt. Das kriegen wir nicht aus. Der ist auch sicher drin. Ich habe gesagt, ich entschuldige mich für eine Störung am Sonntagabend. Wir wollen da alle Prinzipien ein Mittel machen. Nur man hat uns eben gesagt, dass die besagte Person zur Einvernahme, sprich zur Abklärung des Tatbestandes, hier ist. Und um eben diesen völlig überlasteten Rechtsstaat zu Hilfe zu kommen oder eben kooperativ zu sein, sagen wir machen die Selbstanzeige da, wo diese Person auch sitzt. Und es hieß wenn es jetzt von meiner Stelle heißt, sagt, bei uns sitzt keiner ein, wie was von nix, dann sage ich, cool, dann sind wir deplatziert. Wenn sie sagen, na, der sitzt am Wachzimmer Kniegel, dann gehen wir dorthin. Nicht um nochmal, der kann da keine Information geben. Er redet mit mir, er kann sehr wohl sprechen und er ist ein kooperativer junger Mann. Ich sage dir das. Ja, das haben wir schon so oft gehört. Wie oft jetzt noch? Wirklich groß, das nur auf jeder anderen Dienststück, wo theoretisch Vernehmungen möglich sind. Aber warum ist gesagt worden, dass er hier ist? Ich bin nicht auf dem Fenster, ohne dass er irgendeine Zuständigkeit hat. Dass ich auch mit Personen, die mit dem Beschuldigten in Korn angehören wollten, wir haben sogar Angehörige mit, also das wäre nicht das Problem. Es geht ja gar nicht darum, ob wir angehörig sind oder nicht, sondern es geht. Geht's um die Akten, die sind alle Auskunft. Da geht es darum, dass der Elvis vielleicht der Vertrauensmann gerade ist. Ja. Oder? Nein, ich würde den Job nicht geben, aber ich kann mir das gut vorstellen. Es geht darum, dass wir sagen, wir wollen diesen Beamtenapparat, überlastet wie er mit mannigfaltigen Problemen ist. Das ist ein grundsätzliches Problem, das von der Polizei in dem Moment, wo man das löst, dieser Ebene, das betrifft die Justiz, die Gesetzgebung. Das ist schon klar, aber die Gesetzgebung wird an einem Sonntagabend nicht reagieren. Die Gesetzgebung reagiert. Ja, schon, aber jetzt darf ich mich kurz, ich frage mich nur, wir haben vor Ort offensichtlich ein Video gehabt, das wir vorgewiesen haben, wo eindeutig zu sagen ist, dass der Darian, der heißt, nichts gemacht hat.
Und es kann doch nicht sein, dass in einem Rechtsstaat jemand verurteilt wird oder eingestellt wird. Er wird nicht verurteilt. Dass er mitgenommen wird, dass er mitgenommen wird und 48 Stunden seiner Freiheit. Ja, das weiß ich. Ich wollte gerade sagen, es kann sein, dass er in zwei Stunden wieder auf freiem Fuß ist. Aber das Videomaterial ist praktisch evident. Was man ihm vorwirft, theoretisch uns allen vorzuwerfen. Ja, ich war mitten in der Amtssammlung. Ja, eben nichts. Ich bin da drinnen gewesen. Danke dir. Holt aber Sacklach auf dabei. Ja, cool. Und das war es nicht. Die Gewalt ist in diesem Falle und ich habe nicht. Und dann verbröselt ihn, ha? Naja, glaube ich nicht. Naja. Die heute ist schon. Einmal falten kann man schon. Entschuldigung, aber ich krieg gerade und mein Lunchpaket, meine Truppenversorgung. Dann alles so liebe Leute, die was sind. Die was sind mit Essen, Getränken. Was willst du? Machen wir dazu. Wir sind hier gekommen, um der Staatsung zu zeigen. Er wird auch sofort die Möglichkeit gehabt, dass er Beweismittel einbringt. Das wurde vor Ort gezeigt. Es wurde vor Ort gezeigt, wir haben versucht, einen Einsatzleiter zu finden, das wurde nicht akzeptiert. Doch, wir haben sie schon vorgezeigt. Wir haben es vorgezeigt. Ja, er wurde trotzdem festgenommen. Ja, also akzeptiert haben sie es nicht. Aber wenn es wirklich akzeptiert vor Ort. Wie eindeutig ist ein Video in die indem man genau sieht, dass nicht er mich rausgezogen hat, sondern eine andere Person. Sondern nämlich ein Polizist. Genau. Es gibt ziemlich faktenbasierte Videos und welche sind recht schwammig. Und das ist nicht schwammig. Wir wollen hier nicht stören. Dazu ist es Ermittlungsverfahren da und es sagt. Genau, wir wollen es verkürzen. Nur mal, wir wollen dem Schur-Staatsanwalt das jetzt vorlegen, das Beweismittel. Wir wollen nicht das dem Staatsanwalt, der erzählt ich jetzt. Nein, der Hauptrichter ist zuständig und der Hauptrichter ist jetzt nicht da. Warte kurz, der wollte gerade was von der. Wir wollen es ja nicht verkürzen. Mein Anliegen, ich kann jetzt nicht für die Allgemeine sprechen, aber mein Anliegen ist nicht etwas zu verkürzen. Wenn ich Sie da kurz unterbrechen darf, umso mehr Zeit, dass Sie die Beamten geben und auch den Festgenommenen, dass die in Ruhe das abarbeiten können, dass sie sofort rational durchgehen und klären, umso eher eine Verfügung getroffen werden, was da passiert. Wenn es hier vor Ort gerade herauskommt, dann ist es hier. Das ist jetzt eine Schlussfolgerung. Ja. Tatsache nochmal. Wir haben überlastete Gerichte. Ja. Ihr habt unglaublich viel mit. Haben wir wieder beim grundsätzlichen. Nein, ihr habt unglaublich viel Arbeit mit der Polizeiarbeit, da brauchen wir nicht reden. Und deswegen habe ich einfach gesagt, wenn man einen Mitstreiter augenscheinlich, wo nichts vorgefallen ist, eine Straftat vorwirft, dann bin ich offiziell derselben Straftat fällig. Und bevor ich jetzt sage, ich gehe auf irgendein Wachzimmer, wo die dann sagen, was wollen sie von uns? Und ich sage, ich bin wegen demselben da, habe ich mir gedacht oder haben wir uns gedacht, wir gehen an dieselbe Adresse, ja, wo das schon läuft. Aber schauen Sie, jetzt können wir ein bisschen privater sprechen, wir zwei. Sie wissen, Sie sind ein alter Haus auf dem Gebiet. Sie wissen, wie das läuft, wenn die Polizei kommt und da einen festnimmt. Da muss erst einmal die Person mitgenommen werden auf die Dienststelle, dann werden erst einmal die Daten werden festgestellt. Die Daten wurden vor Ort festgestellt. Dann wird festgestellt, und das kann man vor Ort nicht feststellen, dass die Person, also grundsätzlich ist mal die Person schon festgenommen. Die Daten wurden vor Ort festgestellt, ja, ja, aber man braucht natürlich ein Wachzimmer, um das zu verifizieren, das ist genau, mir schon klar. Genau, das ist einfach nicht so einfach vor Ort. Jetzt hat man ein Wachzimmer da. Also die Person zum Teil mitnehmen kann zum Zwecke der sofortigen Vernehmung. Und da heißt es, dass man der Person einerseits seine Rechte und Pflichten im Ermittlungsverfahren mitteilt und der dann die Möglichkeit erhält, dass er zu dem Sachverhalt, der ihm vorgeworfen wird, dass er dazu Stellung bezieht. Zu den Rechten gehört aber auch, dass er sein Beweismaterial vorlegen darf. Es war vor Ort gemacht, man hat versucht, den Einsatzleiter zu finden, man hat entlastendes Videomaterial gezeigt und man hat ihn trotzdem mitgenommen. Also man hat genau genommen zwei Leute mitgenommen, die beide, wie gesagt, weder physisch noch anderwertig aggressiv waren, eine Sachbeschädigung machen oder sonst was. Und wenn es heute eben heißt, dass deren Handeln strafbar war, dann ist meins ganz offensichtlich, als jemand, der an derselben Demonstration und dasselbe Verhalten an den Tag gelegt auch. Und dann sage ich, dann bin ich aus Solidarität, weil ich für mein Handeln Verantwortung übernehme, der genauso angezeigt werden soll.
Und wenn man diese Person eben, sei es bei Ihnen oder woanders, zur Feststellung... Pass halt auf, dass ich nicht den Kreis trat. Man macht was, dann sage ich, dann sparen wir doch bitte dem Polizeiapparat die Mühe, dass ich jetzt auf die Rodauswachstuben oder nach Kniegl oder am Bahnhof gehe und dort das Selbstanzeige mache, wenn das bei Ihnen gerade im Haus ohnehin schon in diesem Zusammenhang läuft. Das war unser ganzes Ansinnen. Aber das ist ja doch auch klar, dass das ein bisschen absurd ist, oder? Also das ist eher so eine Provokation. Ich will jetzt nicht weit ausholen. Aber wir leben in einem Land, wo man inzwischen 500 Euro ausgeben würde, damit Leute was machen, womit man sie zu Zwang nicht leisten kann. Ja. Wir fahren unser Land. Also wenn es um Absurdität geht, ja, da haben wir ein sehr breites Feld. Das wollen wir jetzt hier aber nicht diskutieren, so lange dauert wenn wir nicht. Ehrlich sagen, das ist einfach nur so ein Trotzreaktion. Er gehört zu uns. Und wir wenn reden, jemand unschuldig mitgenommen wird. Aber was erwarten Sie sich? Was erwarten Sie sich? Wir reden im Moment ganz viel von Solidarität. Wenn das, wie gesagt, nicht so ist und ich verstehe die Position, dass man dann sagt, dann sage ich, dann ist das okay, dann verabschiede ich mich hiermit an dieser Stelle. Nichts für ungut, wie gesagt, Sie haben mit dem ganzen Drama nichts zu tun. Ich sage Entschuldigung für die Störung. Ich wünsche einen schönen verbliebenen Sonntag, ein gutes Neues. Nur wie gesagt, wir werden trotzdem aus Solidarität mit jemandem, den man völlig, und das sage ich ganz ehrlich, völlig sinnfrei Widerstand vorwirft, sagen, wenn der Widerstand gegen die Staatsgewalt geleistet hat, dann haben wir das auch. Und wie gesagt, deswegen war er da wegen einer Selbstanzeige. Ich wünsche einen schönen Abend, Entschuldigung für die Störung, alles Gute. Danke. Elvis, heute haben wir es nicht um die Salzsache und so, um den Kreisdraht, sondern da einen Kreisdraht, oder? Wie gesagt, wenn man mündigen Bürgern vorwirft, als Teilnehmer einer angemeldeten Demonstration, die geneigten Bürger werden... Die Gemüter sind kochen heute hoch. Mike, pst. Die geneigten Bürger werden wissen, dass man mich letzthin als... dass die Polizei willkürlich Leute behauptet. Ja, die Gemüter sind wirklich hochgekocht. Ich glaube, der Roman und ich gehen später auf die Tankstelle auf ein Bier, da ist leiser. Da werde ich dann was dazu sagen. Tatsache ist, wir werden nicht zulassen, dass man mündige Bürger, die genauso wie wir auf einer Veranstaltung, die angemeldet war, ohne einen Strafbestand wieder dem Strafgesetzbuch rausgepickt werden, als Exempel und festgenommen werden. Ich wäre jetzt hier gewesen, der Roman hat das eventuell filmisch festgehalten, um eine Selbstanzeige zu erstatten, weil das, was man dem Besagten vorwirft, uns allen vorzuwerfen wäre, man war freundlich und kooperativ im Sinne dessen, dass man uns erklärt hat, dass man keine Auskunft geben darf. Ja, man hat sie einfach so weit aus dem Fenster gelehnt, wie die vorgehaltene Jalousie das erlaubt hat. Ich mache dem Beamten an dieser Stelle keinen Vorwurf. Anscheinend darf einer der besagten Personen jetzt wieder raus, weil unser Lärm vielleicht mit der Medienpräsenz doch ein bisschen für Ärger gesorgt hat und weil man auch im Sinne der Vernehmung draufgekommen ist, dass seine vermeintlich staatsfeindliche Handlung keine solche dargestellt hat. Nichtsdestotrotz, man lässt den Mann jetzt anscheinend raus. Vielleicht habe ich jetzt noch eine Chance, dass ich mit dem Vogelmike ein Interview führen kann zur Lanzenbrechung für OJ24, weil... da diskutieren und demonstrieren ja regelmäßig Menschen, sagen und Lügenpresse. Ich bin ja jemand, der sagt, ich weiß, dass die Berichterstattung gefremd ist, aber der Vogelmike ist einer, der sehr offenherzig ist und der auch einst bewiesen hat, dass der Kanzler in Südtirol mit seiner Lockdown-Aussage gelogen hat und so weiter. Also man muss auch den Systemmedien eine Chance geben und man muss auch der Exekutive eine Chance geben. Man muss auf der anderen Seite allerdings zu jeder Zeit seinen bürgerlichen Ungehorsam leben und pflegen und deswegen waren heute ein paar Leute da und es freut mich, dass die Presse inzwischen auch gekommen ist. Ich verabschiede mich jetzt, obwohl es jetzt leiser war. Bevor du dich verabschiedest, ja, eine Frage habe ich schon. Bitte. Wäre es vermessen von mir zu behaupten, dass man eigentlich eine Beweismittelunterdrückung hier getätigt hat, weil man beim Bandarin alleinig ja aus Videomaterial schon beweisen kann, dass er einem nicht handgreiflich war, nichts randaliert ja, hat. Absolut, und genau. Absolut, ja. Die Tatsache, dass man in einer angemeldeten Veranstaltung ganze zwei Menschen am Ende dieser Veranstaltung rauszieht,
mit vier Beamten niederdeckelt, mit drei niederdrückt, wo wir vom Falle Floyd in den USA und vom tragischen Rockhaus-Vorfall in den 2000er Jahren in Österreich weiß, dass das so nicht in Ordnung ist, muss ich einfach sagen, das Ganze ist großes Kasperltheater. Es ist genauso großes Kasperltheater wie für die letzten 22,5 Monate in diesem Land immer schon vorgeherrscht haben. Natürlich, ich bin da voll bei dir. Der Einsatzleiter hätte das vorgelegte Videomaterial akzeptieren können, man hätte das natürlich... Ja, okay. Aber ja. Jetzt gib mal einen Mike Vogel dein Statement ab, damit er mal ein bisschen mehr Leute was von dir hören, weil bei mir ist ja eh nicht so viel los. Du meinst, du hast nicht so viele Follower, aber du hast die besseren. Quantität versus Qualität, richtig. Und somit übergeben wir an Elvis jetzt einfach wirklich der offiziellen Presse und wir fangen einfach nur ein bisschen die Impressionen und das Flair ein. Obwohl Flair, von Flair redet man ja eigentlich, wenn es was Schönes gibt, eher von dem Wahnsinn, aber naja. Zumindest ist jetzt auch mehr Polizei angetroffen, sie sichern jetzt da den Weg direkt ab, sodass man gar nicht einmal mehr rein kann hier zur Stube. Also weiter, so also gut, dass wir früher schon so bald da waren, sonst kann man jetzt gar nicht mehr so weit rein. Und das zeige ich euch jetzt, wie da abgeriegelt wird. Wir leisten keinen Widerstand. Es sind öffentliche Kameras dabei. Auch die Medien sind dabei. Aber wir lassen nicht mehr Leute einsperren, willkürlich, die was nichts gemacht haben. Das darf es nicht geben in Österreich. In Österreich braucht es einen Haftgrund. Wir sind nicht in China. Wir sind in Österreich. Schämt euch. Schämt euch. Und angelogen habt ihr uns auch. Ich hab's uns gesagt, der ist angegangen. Das stimmt gar nicht. Das habt ihr hier entführt. Das ist eine Entführung wie China. Das kann nicht sein. Wir sind das Volk, ihr seid für uns da, nicht umgekehrt. Ja? Schämt euch, wirklich. Ja, das ist alles nicht mehr lustig. Übrigens, Maria, darin ist nicht da. Walter, mach ein Blätchen bitte. Was ist los mit euch? Ja, komm raus. Da lass es raus. Bei dem Einzug, bei dem Info, dabei war, ist keiner da hergefallen. Wir haben Videos, das merken wir. Oh, kommt da wieder Verstärkung raus? Die Polizei schützt die Polizei. Wo sind wir hin? Schaut, dass das unter Freiheitsberaubung fällt. Wo die Polizei schützen muss, weil sie so viel Dreck am Stecken haben. Das kann nicht sein. Ja, ich werde machen Sie, weil ich alles mitfilmen. Ich war mitten in der Amtshandlung drinnen. Mir ist das Handy und mein ich werde von der Polizei abgeschmissen werden. Weil wir haben alle von der Demo teilgenommen und mit Bodycam mitfilmen und mit dem Handy mitfilmen. Wir kommen zu
der Polizei. Die lassen nicht davon. Nur Verbrecher lassen davon von der Polizei. Wir haben nichts verbrochen. Schaut euch die Bilder an. Die Polizei schützt die Polizei. Das kann es ja nicht geben. Ich habe das Beweismaterial unterschrieben. In Salzburg war es die erste. In Österreich werden unschuldige Leute eingesperrt. Und Kriminelle losbelassen. Das kann ja nicht sein. Oh, jetzt können wir schon wieder mal. Wir lassen es eh rein. Los das Horn. Ich glaube, die wollen mitschreiben mit uns. Die haben ja gleich die ganzen Polizisten. Schaut euch das an, wir für Polizisten, dass die Polizei schützt. Das ist das Zeichen dafür, dass die Regierung bei uns Angst hat. Bei uns braven, friedlichen Menschen hat die Regierung Angst. Und aus dem Grund sind die jetzt angefordert worden. Friedlicher Auflösung. Schaut euch das an, wir für Polizei, dass da ist. Nur wenn zwei unschuldig Inhaftierte, muss die Polizei schützen. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Regierung vor uns Angst hat. Ja. Warum brauchen so viel Leid? Jetzt kommt der Herr raus, warte mal, lassen wir die Polizisten vorbeigehen, weil sonst weiß, wir hätten es angegriffen, das sind wir nicht. Wir sind friedliche Leute, zum Glück ist heute das öffentlich-rechtliche Fernsehen auch da. Wir kommen zu euch und ihr seid keine Verbrecher. Und ich sage euch eins, ihr seid alle Leute. Lasst ihn frei! Den Zustand einer Gesellschaft erkennt man am... Ja, hat man schon gehört. Den Zustand einer Gesellschaft erkennt man daran, wer die Gefangenen sind und wie man mit ihnen umgeht. Das hat einst... Der von dir mal Ruhe. Das hat einst Alexandre Solzhenitsyn geschrieben. Der hat den Gulag geschrieben. Für alle, die nicht wissen, da geht es um ein kommunistisches Strafsystem. Da geht es quasi darum, wie man Menschen mit Füßen tritt, wie man heutzutage militärisch gegen Kritiker vorgeht. Darin ist heutzutage eine Wiederaufkehr gekommen. Sag ich ganz im Ernst, lasst Menschen frei oder lasst jene, die vermeintlich dieselbe Straftat begangen haben, aus Solidarität eine Selbstanzeige erstatten. Sperrt uns alle ein dafür, dass wir auf die Straße gehen, unser Versammlungs- und unser Meinungsfreiheitsrecht in Anspruch nehmen. Geht her und straft eine Gesellschaft dafür, dass sie sich für junge Mädels stellen, wenn sie bedrängt werden. So ist es! Wir reden da gerade von dem Fräulein, das das Mikro hat. Danke für die Mitarbeit. Sag ich, es ist peinlich, wo sich der Rechtsstaat und wo sich eine vermeintlich demokratische Republik in einem neuen Jahr gerade befindet. Ich wünsche euch alle ein gutes neues Jahr und ich hoffe, ihr denkt darüber nach, wie es in diesem Land weitergehen soll. Auch an die Pressestelle weiter verdrestet worden, oder? Jetzt noch mal schreiben. Ja, aber wir wissen ja auch noch nicht mehr. Nur was denn, der Tag des Herrn ist ja eh gefaked, weil das ist ja eigentlich der Schabbat. Wir machen jetzt Sonntagabend Entspannungs- und Unterhaltungsprogramm.
Möge der Erste, der ohne Schuld seinen Stein werfen. Ich bin und wir sind auch keine alten Kreise, die frühzeitig zu Bett müssen. Hallo, ich schau, um 22 Uhr kommt der Virus. Ich als gelockdownter Semigastronom weiß das. Aber ich stelle mich trotzdem jederzeit meiner Bürgerpflicht und erkenne jederzeit, wenn Solidarität gefragt ist. Und wie gesagt, ich distanziere mich von allen, die anwesend sind. Nicht im Sinne von, dass ich es nicht gut heiße, was sie tun, sondern ich sage, ich bin nur hier, um eine Selbstanzeige zu erstatten. Wenigstens bleibt uns gut erhalten, weil jetzt, wo du um 22 Uhr schon aufhören musst zum Arbeiten, erst früher schlafen, gell? Und wenn man länger schläft, dann bleibt man besser jung. Akustisch hat der Roman natürlich völlig recht, aber nachdem der Roman ja letzthin Augenzeuge war, mit mir bis in die Morgenstunden in einer Silvesternacht, war er, ich bin ein alter Rock'n'Roller, ein alter Rebell und ein alter, ein dirty old man. Ich gehe um 22 Uhr nicht ins Bett. Weil mir mein Staat, mein System, meine vermeintliche Volksvertreter das nicht vorschreiben. Das haben mir meine Eltern nicht vorgeschrieben, als ich alt genug war. Das schreibt mir nicht vor, wenn ihr Nehammer, Mückstein oder sonst wie heißt. Tatsache ist, das mit den 22 Uhr, das vergessen wir. Aber ich finde es nett, dass der Roman so tut, wie wenn ich meinen Schönheitsschlaf hätte. Schöner werde ich nicht mehr. Aber wie gesagt, ich wäre hier, um eine Selbstanzeige zu machen und Unkosten der Polizei zu verkürzen. Na, schönes Schlaf brauchst du da nicht, weil bei der Silvesterparty haben wir gesehen, wie die spanischen Mädels aufgeflogen sind. Hey, aber das Video, glaube ich, werden wir den heutigen Tag vorrangig machen. Die Mädels sind einfach nur dazwischen gekommen, weil wo immer einer filmt und wo immer einer redet, glauben Sie, es geht um eine Modelkarriereentdeckung oder da ist was Relevantes. Wo immer Kameras sind, da ist was los. Du siehst, wir haben jetzt den ORF hier, der sich letzthin noch mit Polizei bei unserem letzten Spaziergang am 8. Dezember sperren ließ. Wir haben OE24. Also es geht richtig was los. Die Alpenstraße ist inzwischen ein Hotspot geworden. Wie gesagt, wenn ich mir anschaue, dass inzwischen eine Kriminalreferatstelle bewacht werden muss, dann denke ich mir, so viele Beamte. Jetzt haben sie geglaubt, jetzt können sie endlich heimgehen, Dienstschluss machen nach der Demo und müssen doch wieder weiter länger da bleiben. Aber das war halt eher ein eigener Hax. Es ist wie bei uns, lieber Roman, nach der Demo ist vor der Demo ist nach der Demo. Solange dieses politische System in seiner menschenverachtenden Art und Weise so weiterläuft, wird dieser Wahnsinn auch seine Blüten tragen und da werden alle Seiten ihre Opfer bringen müssen. Wir unbezahlter Kälte trotzen in Solidarität und jene, die es sporadisch bezahlt bekommen, weil ich glaube, die Exekutive hat ja vom letzten Lockdown noch nicht alle Auflagen bekommen, mit Kaffeefütter und so weiter auch. Wie gesagt, wir sind gemeinsam mitgehangen, mitgefangen, mitten im Wahnsinn und wenn wir nicht bald eins werden, wir bleiben so. Hey, der Darian ist da! Somit haben wir wieder einen Entlassenen. Du bist frei, Alter! Du kleiner Racker! Ja, Mann! Ja, Mann! Super! Lass ihn frei! Super! Voriges Monat haben wir uns das gefunden. Heute du warst ja bei mir. Hast du ja nicht so hergenommen? Den Koffer da oder her? Du, seit voriges Monat haben wir uns das vorgenommen. Nein, die war die Nettesten. Also die Kripo ist immer nur die Netteste. Die sind nicht so wie die anderen Beamten. Ich bin frei! Hey, darin ist der Sigi drinnen. Nein, der Sigi ist komplett, komplett. Ja. Also müssen wir da jetzt hin, oder? Ja, genau. Landespolizei. Wir müssen gut hin. Polizei jetzt, okay. Hey, ja, ich weiß. Du bist unser Held, unser Schütze der Witwen und Waisen, der alten Frauen und der Jungen. Ja, es geht's auf zur Landespolizeidirektion. Wir haben ja nur irgendeinen, der in der Hand.
Reicht uns nicht, aber wir fahren nirgends hin, da müssten wir hinfahren mit dem Auto. Wo ist er dann? Die Dame meint, dass er nicht dort ist, aber nachdem er, da sieht man höchst selbst die Karte der Beamtinnen und Beamten gegeben hat und gesagt hat, dass er dort festgehalten wird, wird er dort sein. Ja, und ansonsten müssen sie halt dort herschaffen und freilassen. Ganz naja, einfach, weil sonst sind wir bis drei oder fünf Tage vor der Tür. Nein, die Dame hat gerade gemeint, wir sollen heimgehen, aber in Anbetracht der Tatsache, dass daheim Fahrt ist. Nein, es ist Lockdown, da bleibt man nicht daheim. Daheim ist Fahrt, da kennen wir schon alle. Ja. Da haben wir schon alle auf 2G kontrolliert. Ne? Daheim fällt mir die Decken auf den Kopf. So, und jetzt machen wir einen ganz kurzen Cut. Ich muss endlich eine Chicken erst. Ich komme vor diese ganzen Emotionen einfach nicht mehr zum Chicken. Bis gleich. Du hast ja auch einen Presseausweis. Du kannst anrufen auf der Presse. Hier steht es zwischen dem Vater und dem Schreibkind. Hier steht es zwischen dem Hungrigen und dem Supermarkt. Hier steht es zwischen Meinungsfreiheit und dem, was wir gerade in diesem Land machen. Ich habe vollen Respekt. Ich habe vollen Respekt vor eurer Tätigkeit, weil ich in meinem Leben berufsbedingt viel mit euch zu haben. Aber ganz, nein, hör mir sogar einen Aufschlag, weil ich mich distanziert. Ganz im Ernst, tun wir uns beide selber einen Gefallen, bei all meiner Sympathie für die Exekutive. Behaupten Sie nie wieder in meinem Gegenden. Nein. Zugegen sein, dass der Polizist der Freund und Helfer ist. Ihr seid der verlängerte Arm des Systems. Und ihr tut vieles in dieser Ausübung, die durchaus der Gesellschaft schwierig sein. Streiten. Aber wir sind keine Freien. Und Sie und Ihre versammelte Mannschaft, die ich respektiere, man möge das bitte festhalten, die ich respektiere, sind nicht meine Freien. Nur damit ich das festgehalten habe, vor versammelter Mannschaft. Ich respektiere Ihren Job. Ich respektiere die Schwierigkeiten, ihren Job mit sich bringen. Aber sie nicht hinstellen und sagen, die Polizei ist mein Freund und mein Helfer. Als meine Frau vergewaltigt wurde, wart ihr nicht da. Meine Radio-Diebstähle und sonstige Sachen habt ihr nicht aufgeklärt. Am Rudolfsgehe, wenn ein größeres Problem ist, dann braucht ihr 18 Minuten, bis das erste Auto da ist. Ihr seid ja, möchte nicht jeder den ersten Bericht gleich schreiben, dann muss der zweite herholen. Ihr seid Systemschergen. Systemschergen, deren Uniform ich mit meinem Steuergeld bezahlen. Systemschergen, deren geputzten und vollgedankten Autos. Rettung ist schneller wie ihr. Die respektieren, weil man in jeder Gesellschaft ein Kontrollorgan braucht. Bin ich voll dabei. Verstehe. Nein, jetzt nicht fürchten von meiner Hand, ich tue ja noch nichts. Ja, ich bin ja schon einen Schritt zurück. Sie kennen einen Abstand heute. Wie weit soll ich mich noch zurückstellen, dass Sie sich mit Ihrem Haushaltsgürtel mit Schusswaffen, Pfefferspray und Handschuhen sicher fühlen? Ich stelle mich daher. Geht's jetzt besser? Cool. Sie entschuldigen Sie, da sind Sie erst was? Weit und breit war da kein Auto. Das werden Sie nicht bestimmen. 5 Minuten hat es gedauert, bis das erste Auto gekommen ist. Weil ich bestimme nicht, was Sie brauchen. Das ist vermessen. So aufgebogen, lächeln. Nein, einen gewissen Spiegel muss man euch schon vorhalten. So ist es einfach. Nein, das ist, Entschuldigung, aber das ist Kinderkacke. Ja. Ich gehe jetzt über den Zebrastreifen, weil wahrscheinlich 38 Beamten nichts Besseres da haben, als darauf zu achten, ob ich über die Straßen gehe. Was soll ich da sagen? In St. Pölten hat jemand eine Anzeige gekriegt, weil er über die Straßen gegangen ist. Nein, nein, als sie vorher nicht da waren und ich nach Licht. So hat man sein Leben geschützt, natürlich. Verstehst du das denn nicht? Aber jetzt sind sie ja da, um für mein Heil zu sorgen. Ich gehe jetzt über den Zebrastreifen. Das ist aber auch kein Kavaliersdelikt mehr. Ich schaue so für den vermeintlichen Rechtsstaat. Ich schaue so für die komische ganz im Ernst. Oh Mann! Hey, ich bin der Bodyguard. Ich pass auf dich auf. Nein, ich drück jetzt da aufs Knopfball. Ja? Ich drück jetzt da aufs Knopfball für die Blinden. Ja, blind ist unsere Gesellschaft geworden. Was? Da stehen Leute ohne eingeschaltetes Blaulicht, ohne Warnblinkanlage gegen die Fahrbahn, mitten
von den Kindern geschützten Ding. Es ist grün! Ich was? Darf was? Gehen. Geil! Was, was? Ich bin ein freier Bürger, ich darf gehen, es ist grün! Na, was, was geil ist? Der Regenbogen Zebrastreifen bei Mirabellplatz. Na, ganz im Ernst! Wenn wir im 21. Jahrhundert nichts Besseres kennen, als dass wir 80 Polizisten abstellen, damit ich heil über die Straßen komme. Ganz im Ernst, da kommt man's kotzen. Da kommt man's kotzen. Und dann erklärt man irgendwo so eine staatlich subventionierte mit meinem Steuergeld so eine frustrierte Eule in Uniform, dass sie mein Freund und Helfer ist. Ja, das heißt Helferin. Ja, wenn wir schon mal ganz korrekt sind. Vielleicht wer festnehmen, ich gehe ohne Maske in der Tankstelle. Entschuldigung, vielleicht sind sie ja divers. Ich will ja nicht politisch unkorrekt sein. Na, aber vielleicht will ich mich festnehmen, ich gehe ohne Maske in der Tankstelle. Huhu. Wer hat es in knallweiß geschafft? Aber wir haben es ja gerne, ich bin da Freund und Helfer. Wir haben es nicht abgefallen, ich soll über den Straf gehen. Nein, da kriege ich die Krise. Erklärt mir, wir sind der Freund und Helfer. So, picken keiner mehr. Das sind auch solche Helfer. Du hast die Fahne reinigen in der Waschstraße, oder wie? Gibst dann Frieden, du bist bei Rot über die Straße gegangen, du bist bei Hört. Ich kann es nicht mehr, weil die kennt da jeder und macht doch immer eine Provokation. Nicht nur bei Rot, der ist nicht einmal in den Zebrastreifen oder nicht einmal benutzt. Ja. Unser Outlaw. Das ist mein Freund und Helfer da. 636 habe ich nicht verstanden. 636. Ciao. Na, ganz im Ernst. Telefonnummer auch gekriegt. Willkommen in Salzburg. Ja, ich bin nicht das letzte Mal da. Maskenlos, da ist was los. In Salzburg Straßen, da geht die Power. So, wir kaufen jetzt wieder die Medien, weil die werden jetzt wieder festhalten, wie ich ordnungsgemäß am Blindenknopf drücke und bei Rot über die gesperrte Fahrbahn gehe. Also ich habe dann grün, weil die Freund und Helferin, irgendeine sexuell frustrierte Beamtin, die genauso wie ihre Kollegen nachts an der Dienstwaffe nuckelt, für meinen Schutz sorgt. Ja, dann machen wir halt einen kleinen Bogen. Na, wir halten jetzt einfach Autofahrer auf. Wir bewundern wieder gegen die Fahrbahnstellende ohne Blaulicht und ohne Warnblinker, nicht gekennzeichnete Fahrzeuge. Wir können den Charge schon mitspielen. Die Nummer bringe ich schon. Die Vorschrift ist Vorschrift, gell? Ja, Verordnung ist Verordnung und Faschismus ist Faschismus. Das Zyklon B gehört in Kanal A. Da sind wir voll dabei. Ja, mach mal. Hey, da kann nicht so viel saufen wie Kotzen, Alter. So, Roman, bitte mach den Kameraschwenk weit und breit ins Auto. Ich drücke jetzt wieder auf den Blinkenknopf. Die sind da hin, die tun uns nicht mehr weh. Nein, wir warten jetzt, weil der blinkt jetzt wieder. Wir halten jetzt wieder drei Bäckerbässe auf für nichts und wieder nichts. Dann schauen wir mal. Damit die Straßen kommen, damit Freunde und Helfer sich nicht in nicht, dass ein Geisterfahrer daherkam und uns unsichtbar wegkam. So, es ist grün, wir müssen gehen. Ja, dass wir den Verkehr nicht aufhalten. Stets staatskonform und irgendwas. Das ist ja schon nicht durch. Mein Vogel hat auch kurz Blinklicht drauf. Ist die Beamtin, die meine Gesundheit schützen will, nur da? Ich trinke jetzt Alkohol. Du sterbst nicht, Alter. Gut, meine Lieben, ich würde so mit beginnen. Sag einen Ausweis her, nicht, dass du jung bist. Ich habe immer einen Ausweis. Du junger, knackiger Hecht, du.
Ich werde beim Alkohol trinken fotografiert. Das machen wir jetzt gemeinsam. Stell dich bitte von der Vorbahn. Der Freund und Helfer steht spalier, damit dir nichts passiert. Stell dich von der Vorbahn. Lieber Doktor, stell dich von der Vorbahn. Mit einem Schildwall da, oder? Erstes erwischt seht ihr. Das kann ich erst nicht beurteilen. Ist es nicht eigentlich gesetzeswidrig, mitten auf der Straße zu stehen? In der Straßenverkehrsordnung. Ordnung ist was anderes wie Verordnung. Nein, ich mache ja denen, die jetzt da rumstehen, nicht den Vorwurf. Ich mache der jungen Dame den Vorwurf, die mir erklärt hat, sie ist zu meinem Schutz da und sie ist meine Freundin und meine Helferin. Ich werde das nächste Mal in einsamen Stunden dran denken und ich werde es kontaktieren. Ich rufe dann bei 133 an und ich schaue dann mal, wie sehr sie meine Freundin und meine Helferin sein will. Ich habe viel einsame Stunden. Ich habe inzwischen ab 22 Uhr Feierabend. Du, ich habe es zuerst schon erwähnt gehabt. Die Rettung ist schneller da wie die Polizei. Selbst die Feuerwehr noch. Aber nein, nur einmal. Ich habe in meinem Job viel mit Exekutiv jetzt da und ich habe jedem Exekutivbeamten gesagt, ich beneide sie nicht ob ihrer Stellung. Aber dann mache ich eh schon einen Schritt zurück. Dann sagt sie, sie muss sich da schützen. Dann stelle ich mich nur weiter weg. Und dann sagt sie, sie ist ja hier zu meinem Schutz. Also, wenn man mich schützen will. Zum Glück ist kein Italiener für ihr gestanden. Dann sieht es mal, wenn einer mit den Händen dreht. Nein, wenn man mich schützen will, dann muss ich echt sagen, das ist ein schwieriges Unterfangen. Wir haben ja das nicht erlebt, dass sich der Polizeisprecher mit uns hinstellt. Und ja, das ist, muss man im ja, und jetzt sind wir auf dem Weg zur Landespolizeidirektion nein, eigentlich, oder? Ja, oder warum also, stängern wir nur da? Ich würde sagen, gehen wir mal auf. Landespolizeidirektion auf jetzt. Oder? Ja. Ja, genau. Wir gehen jetzt einmal auf und zu unseren Autos. Wo ist der Opa? Ja. Zu unseren Autos gehen wir jetzt einmal. Können wir auch machen, ja. Vielen Dank. Ja, wenn es nichts mehr hilft, dann fahren wir jetzt halt so. Ja, wollen. Ja, dann fahren wir jetzt halt an. Aber Sie müssen uns auch, wir nicht mehr Bescheid wissen, wo er ist. Wir müssen halt das absolut genau so. Versuchen wir nicht mehr die Nadel in den Heuhaufen und schauen wir heim. Ich sag, der Prinzip ist super knapp. Das muss man gleich loben. Einer wie immer. Das mache ich nicht, das ist unhygienisch. Da kommt dann wieder irgendein übereifriger Beamter und sagt, ich muss mein Leben schützen. Generell, nicht mal echt, sondern generell. Dann gibt es halt irgendwie immer einen Weg und das kann es eigentlich nicht im Willen von uns allen sein. Ja. Weil die da oben reiben sich die Hände und sagen, schau, ich habe auf den Gewitter, jetzt hat er verloren, na gut, kriegst du einen Euro. Ja. Wir sind alle Schachfiguren, die mit uns gut sind, das müssen wir eigentlich nicht kapieren. Es ist halt schade, dass halt die Polizei gegen die eigenen Bürger irgendwo ausgeht. Naja, ich verstehe es insofern, ich bin beim Roten Kreuz und beim Roten Kreuz ist auch ein Korsett, aber in den eigenen Grenzen kann man ja ein bisschen. Man kann ja so einen Kurzfilm sehen. Roman, ja, soll ich eine Kamera schwenkt machen, dass vielleicht das Kriminalreferat immer noch bewacht ist? Einfach nur, dass man sieht, wo Steiergeld hingeht und wie sehr sich inzwischen das System vor seinen Untertanen fürchtet. Ist es die Angst vor der Angst? Nein. Das ist auch einer meiner Lieblingsworte. Ich weiß gar nicht, in wie vielen Videos ich das Wort schon genannt habe. Im Silvestervideo auch zum Besten gegeben. Nicht nur da, ja. Ich habe gerade mit dem Sigmar gesprochen. Ja, ja, er ist dort, er wird erkannt. Aber nicht zu leid. Das ist ja wurscht, ich kann sehen. Nein, die kennen uns. Entschuldigung, die sind zu unserem Schutz. Die kennen uns die Alpenstraßen sperren. Die Schutzmann, drei Autos voran, drei hinten noch und dann spazieren wir auf der Vorbahn. Wir brauchen einen Gehsteig. Nehmen wir unsere Hände jetzt mal in die Füße und gehen wir eigentlich. Warum stehen wir eigentlich nur da? Ja, weil ich ein Interview machen wollte, das er jetzt wahrscheinlich nicht macht. Ah, das hast du noch gar nicht gehabt? Nein, habe ich nicht, aber es ist alles gut. Ja, dann. Nebenbei bemerkt, ich sage das jetzt laut, die haben zwei Profis. Die haben zwei Profis. Das ist, darf ich das so anmerken? Das ist der junge Mann und der junge Mann. Das sind die einzigen zwei Profis. Die stehen nämlich mit den Händen am Kragen da. Das heißt, die wissen, um was es geht. Die anderen, die da stehen mit den Händen auf, ich schaue mal Finster rein, das sind die, die zu dritt an Niedel decken. Das sind die zwei Profis haben wir, finde ich cool, finde ich wirklich geil. Respekt, Prost auf den jungen Mann da drüben. Körpersprache ist okay. Da drüben. Es gibt doch noch Leute, die irgendwas in der Grundausbildung gelernt haben. Finde das nicht schlecht. Und schütze dein Herz. Ich weiß, ich mache mir meinen Job und meine Existenz gerade schwer, aber da muss man mit leben. Nachdem mir heute irgendeine frustrierte, verstörte Dame erklärt hat, sie ist meine Freundin und mein Helfer, habe ich mir gedacht, lass mal das. Vielleicht hat er ein neues Herz und das möchte er schützen. Nein, nein.
Das, was der junge Mann und der junge Mann da macht mit den Händen am Kragen, ja, ja, ja. Das ist das, was du sagst, von da hast Zugriff nach unten, Zugriff nach oben, du ja, arbeitest. Du schützt dich vom Messerstecher ja, rein. Gesagt, das ist Sinn. So wenn ich mir den mit den verschränkten Armen, mit der Seitenposition ja, ja, ja. da anschaue, dann denke ich mir, der fällt bevor. Weil wir sind ja so gefährlich. Ja, hier geht es einfach vor, ich muss noch ein bisschen meine Freund genießen. Die kommen noch. Wir haben ja schon so viel umgebracht. Nein, nein, die sollen uns dann, nachdem man mir erklärt hat, ich darf nicht über die Straßen gehen, sie sind alle mein Freund und mein Helfer und sie schützen mich, sollen sie den Verkehr regeln, damit wir da gut hinkommen. Mike, schaust du in der Landespolizeidirektion auf? Ja, ich komm gleich. Mama Solidarera, bis zum ja. Kurz sind wir dabei. Ja. Romana zu früh sind wir dabei. Danke. Nur ich bin dann halt hingekommen und hab gesagt, ich mache Selbstanzeige. Ich hab's gerade gehört von Erna. Ja. Weil ich gesagt hab, irgendwo brüllt vor der Tür. Ja. Ja. Ist eine Nummer, aber ich habe gesagt, okay, wenn man dich rausgenommen hat, als Teilnehmer an einer angemeldeten genau. Veranstaltung, ja. der nichts zerstört hat, der niemanden tätlich angegriffen hat, also keinen Strafbestand erfüllt hat, ja. das sage ich, dann will ich mich auch sagen, selbst dann zeige ich dasselbe machen. Ja, du kriegst einmal ein Denkmal. Nein, die haben das alle gefilmt und alles ist cool. Ich mache mein Ding jederzeit. Ja. Ich weiß, du hast zweimal nach mir geschrien, hey Elvis, hilf mir. Ja, nein, nicht nur, dass er gefilmt ist, wollte ich einfach. Wir haben es vorgejagt, weil dann selber mit dem Bullen zum Streiten haben. Da habe ich keine Macht gehabt. Ja. Ich bin halt daneben gestanden und ich bin dann hinter dir gestanden. Das nehme ich, ich bin die ganze Zeit da stehen geblieben. Sag ich, weil ich einfach so, da jetzt tätig zu werden, bringt die und keinen anderen weiter. Nein, ich wollte eigentlich nur, dass wir gefilmt wirst, dass das absichert. Ja, logisch erst. Das hat den Wien damals auch schon gerettet, nämlich. Ja, schon gefilmt. Ah, ich ist ja schon gefilmt worden. Und ich habe ja auch wirklich die Bullen gesagt, sage ich ganz im Ernst, ich habe sie 3G-Regel. Und die Bullen haben die 3G-Regel. Deeskalation und so weiter und so weiter. Dann sage ich, das. Hey, der zweite Fall, du wirst wieder verkriecht, wirklich recht geben müssen und zweimal hintereinander denselben Scheiß bauen. Hey. Wo sind wir jetzt eigentlich? Hallo? Das ist staatliche Willkür, was kommt passiert. Wirklich. Das Wort müssen wir benutzen, damit wir nicht rechtlich anbelangt werden. Ich würde eher was anderes sagen. Hallo? Der mit beim Landes... Macht er nichts! Ja, passt eh, passt eh, ist super. Ich habe mit dem Berufungsverfahren im Oberlandesgericht Linz meine zweite Erniedrigung holen müssen, weil ich den Bullen mit der Gestapo verknüpft gehabt habe. Du, ich habe schon so viele Anzeige, Alter. Ja, ich weiß. Ja. Danke, das, was du in Wien machst, mache ich in Salzburg. Ja, das ist das einzige im Grunde. Da war schon fast 30 Anzeigen hinter mir. Ja. Das wie weit fahren wir denn? Hä? Wie weit fahren wir denn? Ah, ein, zwei Stationen gerade. Nein, nein, ein, zwei Stationen sind wir schon da. Nein, eine oder zwei. Ja, somit sind wir heute einmal nicht nur alleinig maskenlos. Heute ist wirklich was los, heute ist die Herde los. Ich wollte gerade sagen, frag einen alten Kämpfer, der kennt das Oberstnetz wahrscheinlich besser als ich. Ja, wahrscheinlich. Normalerweise mit dem Radl oder mit dem Auto, oder geht es Fuß. Aber ich hab schaut bei Krypto der Verein, da habe ich einen Traveler-Check gemacht, welche Bobuslinien mal angeschmalert wird, wo nicht. Schaut auch ohne den Traveler-Check bei Krypto.tv rein, weil der Mann ist freier Journalist, hat sich dafür sogar schon knüppeln, würgen und sonst was lassen. Schaut bei Krypto.tv rein. Im Zeitalter, wo der Staatsfunk nur durch Alkoholexzesse auffällt, kann man an Roman und den Mann von Mundus.tv und alle freien Journalisten durchaus unterstützen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Schaut rein, da seht ihr, wie die Realität wirklich ausschaut. Da seht ihr dann noch mich im Obus und riskiert neben unglaublich attraktiven, weiß gekleideten Männern aus dem fernen Wien. Und nächste. Der gleich. Na, da schau her. Nein, die sind alle erst da oben. Ja. Ja, eine haben wir noch. Nein, oder sind wir da? Nein, eine dürfen wir noch fahren. Wo der Mama gearbeitet hat, oder? Wo der Mama gearbeitet hat, oder was? Hey, komm! Achso! Seine Frau ist davon. Naja, dann, Frauen dürfen wir nicht stehen lassen. Er muss zu seiner Frau. Ja, aber muss zu seiner Frau. Na los, geh einer! Warten Sie mich ernst, dass Sie die Polizeidirektion finden, ist echt. Das ist schwer in der Stadt Salzburg. Es kommt zu sicher, wenn die Jenny und er das nicht hinkriegen, sage ich, die sind nicht gut in Salzburg. Aber für die, die in Salzburg leben, die sollten die Polizeidirektion haben. Ja, normal schon, ja. Ja. Da passt kein Thema.
aufgefallen, wenn man drin gesessen ist. Ja, jetzt hab ich gleich groß aufgeschrieben. Ja. Man, danke für den Hinweis. Ich sag ja, man muss auf die alten Kämpfer. Man muss auf die alten Kämpfer hören, die wissen, wie das mit dem Nahverkehr funktioniert. Ja. Setzt man Waisenrad ein, dann braucht man keine Politiker. Jetzt holen wir den da raus. Ich kann es auch noch sagen. So, das ist sie jetzt. Da stehen wir, da müssen wir aus. Ja, gehen wir da in das Triangel, in den Kreis der Erleuchtung. Das ist die Ortschaft. Hey, stehen eh schon vor. Ja, wir müssen an der nächsten Haltestelle aussteigen und da stehen sie eh schon drunter. Die werden schon feuchtfröhlich. Ja, feuchtfröhlich. Ich hab gesagt, mein Blasen ist so voll, ich komm's alle wieder. Kommen schon. Sigi, wir kommen! So, und jetzt befreien wir noch einen Sigi und sind wir wieder komplett. War ja blöd, wenn wir am nächsten Sonntag am einen oder zwei weniger hätten. Hallo, hier geht's alle. Rechts rum, in Gleichschritt marsch. Aber eh nicht Tankstelle. Die müssen wieder umliegen, weil der Bogen kommt. Achso, braucht das nicht rechts rum. Also, wir sind jetzt bei der Landespolizeidirektion angelangt. Wie seht, die Sirenen erklingen. Somit können wir der Sing-Sing ersingen. Ja, freilich. Die erwarten uns schon. Da vorne schauen die Polizisten, das ist die Polizeidirektion. Also da drinnen ist nicht nur die Polizeidirektion, da kriegt man auch einen schönen Hefen, auf gut Deutsch gesagt, wo man ein paar Tage drinnen hinter schwedischen Gardinen verbringen kann. Ich mache das Demo-Video, ich gehe austreten, weil sonst brünze ich da noch vor die Polizeidirektion. Ich gehe ja nur bei Grün, damit meine Freundin und Polizistin und Helferin nichts dagegen hat. Ja, den Drangsal soll man sich niemals erlegen lassen, weil wenn man das als erstes erledigt, rot, hey, passt auf, es ist rot, 2, 3, 4, ich bin gleich tot, aber egal. Es wird schon nichts passieren, weil es wird meilenweit kein Auto. Kavaliersdelikte sind hoffentlich nur erlaubt. Schauen wir mal. Ansonsten teile ich mir mit dem Sieger heute eine Zelle. Dann kriegen wir morgen vielleicht Bohnen. Oder was kriegt man so eigentlich in der Früh beim Morgenappell? Dass du nicht identifizieren möchtest. Oder ein Kaffee, den du gleich wegschmeißt. Ein paar alte Salatblätter. Ja. Solange ich meine Klimmzüge machen darf, ist alles okay. Weil dann bleibt der Hunger erhalten und meine Runden. Vielleicht mindestens 10 Minuten möchte ich den Hof schon dran dürfen. Gell? Weil sonst kann ich ja nichts für mein Immunsystem tun und muss mich einfach doch impfen lassen. Der Vogel kommt jetzt noch mal her. Ja, klar. Der Vogel kommt jetzt noch mal her. Ja. Die Leute sind da um mich. Der kommt noch mal her. Nein, der kommt jetzt noch mal her. Ja, er war gerade da. Ja, warum ist er schon wieder weg? Wenn er gerade gekommen ist, ist er aber gleich wieder weg. Da war er eine Sekunde da, oder? Nein, der kommt jetzt noch. Ja, weil ich glaube nicht, dass der Vogel Mike jetzt gleich wieder kommt und wieder weg ist. Wer ist der Vogel Mike? Ö24. Ach so, du hast der, wie der kurz da war, haben sie ihn festgenommen gehabt. Sagst einfach. Wo der Haslauer sich nicht aus dem Auto traut. Gefährten Bart, dann kenne ich mich aus. Da weiß ich, wer er ist. So, wir sind jetzt auf der Landespolizeidirektion angelangt. Auch wenn der Sigi da nicht drinnen sein sollte, werden wir so lange da stehen, bis ihn hertransportieren und vor unseren Augen freilassen. Sonst glauben wir gar nichts mehr. Und ja, das sind noch bei weitem nicht alle, weil wir haben das Glück gehabt, einen Bus zu erwischen. Das habt ihr im Video eh gesehen, brauche ich ja nicht mehr viel erklären. Die anderen sind zu Fuß und kommen auch noch nach. Okay. Ja, Spar ist auch unterwegs, nur der Hofer hat Lieferengpässe. Warum wohl? Weil man ein Worst-Case-Szenario herausbeschwören möchte. Aber das will die Polizei nicht wissen, weil die machen ja noch Dienst nach Vorschrift. Und somit müssen wir unsere Vorschrift erfüllen, um Moral und Anstand zutage zu tragen. Obwohl, jetzt sind wir des Nächtens unterwegs. Sagen wir mal, der Tag ist dann vorbei, wenn wir uns schlafen legen. Oder waagrecht irgendwo ausgetragen werden.
Und ja, ich muss Akku sparen. Ich habe halt so viel, ich habe nicht klar, dass ich zu viel Akku brauche. Aber zumindest, wenn es dann noch ein bisschen der Rest ankommt, dann schalte ich euch wieder ein. Mike? Nee, das nicht und schon gar nicht wegen sowas. Ich wollte dich nicht unterbrechen, ja. Aber darf ich fragen, du hast mit dem Sigi Kontakt? Ja, der Sigi, der ist schon, also ich habe ihn jetzt schon gesehen. Ich kann dir sagen, er wurde entlassen, er wurde hier polizeitechnisch behandelt mit Fingerabdrücken. Und also Fingerabdrücke. Er ist in, ja, freilich, Fingerabdrücke, Fotos, Gesicht. Er ist entlassen. Es ist die Gruppe, die dürften in 10 Minuten hier sein. Kommt ihr auch her? Ja, freilich, die super, spazieren gerade. Wir sind super unterwegs. Geil. Wir treffen uns hier dann. Und also man muss sagen, einer für alle, alle für einen. Wir halten zusammen. Wir müssen zusammen. Nächsten Sonntag wieder komplett sein. Nächsten Sonntag müssen wir auch wieder. Und ich denke, dass auch die Polizei jetzt nachdenken wird über diesen Vorfall heute, ob sie das wieder machen wollen nächsten Sonntag. Hoffentlich, ja. Ganz einfach. Wäre anzuraten. Wir sind gemeinsam losgegangen und wir werden gemeinsam heimkehren. Richtig, genau. Das ist Solidarität. Ja, richtig. Ja. Genau so. Einstehen für den anderen. Und da geht es, wie gesagt, nicht um, ich bin solidarisch, weil ich geimpft bin, sondern es geht um Einstehen für den Nächsten. Und Kameradschaft. Na, Kameradschaft klingt schon wieder so rechts. Populistisch. Okay. Ja. Also dann. Jenny, du kannst mir helfen. Weil wir geholfen haben. Ja. Ich rede gerade mit der Musik. Hey, Sieger! Wenn wir hier Wahrheitspresse da ist und keine Lügenpresse. Hey. Danke, dass du da bist. Okay, Jenny, danke für die Information. Ja, jetzt machen wir ihr Interview. Ja, natürlich. Ich bin auch hier. Ich möchte, dass die Leute mich auf Händen tragen und hier absetzen. Ja. Das ist feiern, ja? Na gut, passt. Wenn die mitmachen, ja? Weil du so Leute findest, die dich tragen können, ja, passt. Ja, klar. Okay. Passt. Gut. Heute mal, wir müssen einen Sigi tragen. Also, ja. Ich müsste mich auf Hände. Die Polizei bewacht die Polizei direkt. Ich muss euch hier. Meine Retter. So weit geht das Vertrauen heutzutage. Das sind wir so lange ausgeraten und erst nicht einmal dran. Also wir, ein Gruppenbild vor der Polizei. Ja. Wir machen ein Gruppenbild vor der Exekutive. Bitte. Vor der Exekutive. Also das Foto wird historisch. Das wird historisch. Da könnt ihr stolz sein auf euch. Das könnt ihr euch in Enkeln sagen. Du kehrst in die erste Reihe mit 20. Also einer geht schon, der möchte nicht historisch erscheinen. Aber ist ja wurscht, ich habe ja bewegte Bilder. Das zählt ja eh schon alles. Die zwei Schwarzen sehen und schnell schön im Zirkel mahnen. So, alle in die Reihe. So, wer kniert sie hin? Ich brauche ihn. Ich knie mich auch hin. Du musst da vor, weißt du? Du kommst auch noch vor, bitte. Stellt sie euch dazu, Werner! Und ihr kniet sie hier. Niederknien. Niemand der fragt. Und der da vor solchen Leuten knie ich gern nieder. Ja, du bist auch ein Foto. Was ist los? So, Arme, bitte kurz das Handy heraus! Schöne Grüße von Wien aus Richtung von den Demo-Organisatoren. So viel zum Wort zum Sonntag.
Ja, scheiß auf den Sonntag, was da. Du kriegst einen Job von Bayern, oder was? Türsteher bei der Polizei. Da sagt er zur Polizei, da kommst du nicht rein. Ich habe den Herren erklärt, dass wir jetzt weiterziehen und nachdem die bei der Verhaftung von Marian und von Sigi nicht dabei waren, frohes Neues. Ja, schönen Abend. Wiederschauen nicht, weil wir wollen jetzt ja nicht dienstlich. Leben Sie wohl. Wir sind jetzt dahin und alles gut. Ich bin ja jemand, der Kontakte pflegt, was denn? Das weiß man hier, müssen wir vortragen zur Presse. Ja? Die Presse ist ja nicht mehr wirklich so richtig aktuell da. Wird noch geloadet. Sigi, wie haben Sie behandelt? Ich kann mich nur wiederholen, die Salzburger Polizei, ich würde am liebsten jeden knuddeln. Oh. Außer dem Beamten, der gelogen hat, dass ich ihn körperlich angegangen bin und er verletzt wurde. Wurde unterschlagen. Was er zurückgezogen hat, weil der Anklagepunkt ist nur noch Widerstand gegen die Staatsgewalt. Vorher wurde mir versuchter Widerstand vorgeworfen. Ich habe mir das jetzt erklären lassen. Es ist deswegen Widerstand gegen die Staatsgewalt, weil ich nicht da geblieben bin. Es hat mir aber keiner gesagt, ich soll damals in der Situation, wir sind einfach weitergegangen. Hat keiner gesagt, Moment mal, Sie bleiben mal hier, wir müssen Personalien feststellen. Ja? Deswegen. Haben Sie die Choreografie? Ja, die hebe ich jetzt hoch. Ich werde verbracht und dann geht's los mit dem Interview, wenn ich es überlebe. Ja, natürlich. Wo steht der Mann? Hey, Unkraut, vergeht nicht. Selbstverständlich, ich wäre auch 2 Jahre da drin geblieben, ja? Weil so geht's nicht. Ja? Wird zwar wetteifern mit den Strafanzeigen, aber mal schauen, wer am Schluss die meisten sammeln wird. Ich muss mich anstrengen. Aber ich habe jetzt ein Strafverfahren. Wie viele Strafverfahren hast du offen? Ich habe jetzt eins offen. Ja? Das andere sind ja nur Verwaltungsstrafsachen. Ach so, ja, du, und da haben Sie zu mir gesagt, da mit Tobis verglichen. Da bin ich bis zum Oberes Landesgericht mit Berufungsverfahren eingelaufen. Oh, ja, scheiße. Da muss ich noch was tun. Ja? Aber die sind ja immer da. Man kann jederzeit sich schlagen lassen und dann hat man wieder den nächsten Widerstand gegen die Staatsgewalt, weil man nach innen blutet, ja, und nicht nach außen. Also 40 Euro hin und zurück mit dem Zug nach Linz. Ja, das ist Fixkosten. Und danach geht's nochmal weiter. Ja. So, jetzt wo sind die Träger? Hallo! Ja, hier, aber, Wir brauchen ja nicht alle, wir müssen mich ja hochheben. Aber ich finde es interessant, dass man die Polizei mit einem Foto auflösen kann. Das war eigentlich eine Linie. Ja, wie eine Brausetablette. Ja, weg sind's. Ah, ich muss gleich rauchen. Ja, ja. Okay, Feierabend. Dürft's heimgehen. Führt euch. Ja, wo ist denn der Vogel? Hat sich also geheißen, dass der Vogel noch kommt? Nein, der war kurz da und ist gleich wieder. Achso, also kommt er nicht mehr? Nein. Gut, passt, dann machen wir. Ich habe nur gefreut, was absolut nicht stimmt und ich habe keinen Beamten irgendwo nur berührt. Genau dasselbe wird mir auch vorgeworfen. Zunächst wurde mir versuchter Widerstand in die Staatsgewalt und versuchte Körperverletzung vorgeworfen. Es hat sich jetzt rauskristallisiert, dass nur Widerstand gegen die Staatsgewalt, aber nicht mehr versucht, ja, mit der Begründung, weil ich ja weggegangen bin. Ich wusste gar nicht, dass ich irgendwas angestellt habe, weil ich wurde herumgeschubst von der Polizei. Ich wusste nicht, dass das Körperverletzung ist, wenn der Polizist mich anfasst. Ja. Also für ihn jetzt. Auf jeden Fall haben sie jetzt gesagt, ich bin weggegangen und da ist es nicht mehr versuchte Körperverletzung, sondern tatsächlich Körperverletzung, ja, was juristisch gesehen völliger Quatsch ist. Gut, aber die Polizei ist natürlich bekannt, nicht nur in Österreich, auch in Deutschland für ihren gefährlichen Haltbarkeit. Ja. Wie hast du dich so gefühlt? Weißt du, in Handschellen? Wie ein Schwerverbrecher, aber es ist eigentlich reich, ich bin schon groß. Wie ist der Zug gekommen? Weil wir waren ja eigentlich schon weg von dieser Amtshandlung, um die es ja geht. Das war ja schon eine Stunde davor. Das war gegessen. Wieso haben Sie eigentlich nicht eigentlich gleich festgenommen und erst im Nachhinein eigentlich? Die gleiche Frage hat sich die Kripo auch vor Ort gestellt. Sie haben es nämlich auch nicht gewusst, sie haben gesagt, das ist komplett lächerlich, weil ich bin nicht dabei auf irgendeinem Video zu erkennen. Ach so. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich auf dem Video, aber du hast ein Video gemacht, ich weiß nicht, ob ich da drauf bin. Das Problem ist, ich habe ja gesehen, dass sie mich observiert haben. Ja? Die haben gesagt, der Typ hier mit der grünen Kappe, passt auf, Gewalttäter. Und ich habe ja gesehen, dass sie mich observiert haben, weil ich hätte auch weggehen können. Ich hätte einfach die Kappe abnehmen können und in der Masse verschwinden können. Ja? Ich habe mich dann am Mozartplatz hingesetzt und dann habe ich schon gesehen, wie sich immer mehr Polizisten um mich rumgescharrt haben. Sie wollten mich halt von der Herde trennen. Das ist so, glaube ich, Polizeitakt. Ja, ja, das ist auch gerne. Sie haben mich dann von der Herde getrennt und haben dann gesagt, kommen Sie bitte mit. Ja. Höflich, ich bin es euch, höflich gerne. Und so ging das seinen Lauf. Dann haben sie mir nicht mehr gesagt, was mir vorgeworfen wird. Ich habe bloß gemeint, ich habe vielleicht ein Recht dazu. Nein, das haben sie nicht, das machen wir dann nachher auf der Wache und so. Welche Wache? Ja, Sie müssten bitte zur Kripo mitkommen.
Ja, ich sag, Kripo, das hört sich aber sehr kriminell an. Ja. Ich habe keinen Bankraub. Heute sind die Banken geschlossen. Ja. Kein Bankraub. Na, auf jeden Fall haben sie dann gesagt, okay, es wird ihnen die Körperverletzung, ein Polizist ist verletzt worden. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ihr was von mir wissen wollt, dann müsst ihr mich verhaften, weil freiwillig gehe ich nicht mit, wenn der Polizist behauptet, dass er verletzt wurde. Ich habe ihn nicht mal angefasst. Ich habe seine Hand weggeschlagen, gut, aber die sind so gepolstert. Na, auf jeden Fall, da hatte ich dann keine Lust mehr, dann sollen sie mich festnehmen, meinetwegen ein halbes Jahr in U-Haft stecken, ist mir scheißegal, ja. Aber die Videos, wenn es Videos von dem Vorfall gibt, habe ich gesagt, gibt's genug. Da sieht man ganz genau, dass ich weggeschubst werde und ich dann den Polizisten, mich so festhalte am Polizisten. Ich habe ihn mitgezogen, das hat ihm nicht gefallen, klar. Aber sonst wäre ich vielleicht hingefallen. Ja? Und ich habe dann auch losgelassen, sonst wären wir beide hingefallen. Ja? Und dann war die Geschichte eigentlich schon gegessen. Ja? Von hinten haben die Leute gedrückt und dann schubst er mich wieder weg, obwohl es war nicht verhältnismäßig, weil ich habe nichts getan. Wir haben gesagt, ich habe gesagt, es muss ja immer aktiv sein, die Körperverletzung. Gibt es eine passive Körperverletzung? Ja. Vielleicht, wenn er so eine reinhaut und er bricht sich den Arm, dann sagt er, okay, das ist eine Körperverletzung. Nein, ich hab zum Polizisten gesagt, es kann doch nur aktiv sein. Ich bin ihm nicht entgegengegangen, er hat mich weggeschubst. Und dann habe ich seine Hand runtergeschlagen, mehrmals. Ja? Und ich bin ihm niemals entgegengegangen. Ja? Das haben wir jetzt auch so aufgenommen hier. Was die Staatsanwaltschaft daraus macht, man weiß immer, Corona ist immer Politikum. Das habe ich beim Verwaltungsgericht erfahren müssen, dass die Richterin eigentlich überhaupt nicht interessiert war an irgendwelche Beweise, die du einbringst. Absolut. Es ist ihr völlig egal, ja? Weil es politisch motiviert ist und sie können dich nicht freisprechen. Müssen sie. Gerade beim Maskenverstoß, ich habe gesagt, ich bin maskenbefreit. Jetzt müsste die Polizei oder das Magistrat mir beweisen, dass es nicht so ist. Ja? Weil es zählt ja die Unschuldsvermutung, auch im Verwaltungsverfahren, das musst du ihm heute auch anhören, im Verwaltungsverfahren zählt nicht die Unschuldsvermutung, ich muss meine Unschuld beweisen. Nee. Was völliger, wieder rechtlicher Quatsch ist. Gut, das sind keine Juristen, die hier arbeiten. Auf jeden Fall, vom Verwaltungsgericht, glaube ich, wirst du immer verurteilt. Umso besser, ich wollte verurteilt werden, jetzt liegt das alles beim Verfassungsgericht. So, ja. Was der daraus macht, ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Wenn ich verurteilt werde, sind 2 Tage. Anhaltezentrum. Jetzt kenne ich schon die Räumlichkeiten. Es ist genügend nette Leute. Ich kann euch nur empfehlen, Leute, Anhaltezentrum Salzburg, Alpenstraße 90. Nur nette Menschen, Kostologie, 4-Sterne-Hotel. Bitte zahlt die Strafen nicht. Kommt her, ihr werdet es nicht bereuen. Ja? Das ist ein Traum. Und du hast eigentlich gar nichts gemacht. Was ist eigentlich dann am Mozartplatz passiert? Ich bin umzingelt worden und bin um meinen Ausweis gefragt worden. Habe ich gefragt, warum ich jetzt um meinen Ausweis gefragt wird. Da haben sie gesagt, weil ich eine Straftat begangen habe. Sag ich, welche Straftat? Widerstand gegen Staatsgewalt. Sag ich, wann denn? Ich sitze da und tue überhaupt nichts. Dann haben sie gesagt, ja, vorher beim Kongresshaus. Da hat es einen Vorfall gegeben und da hätte ich einen Widerstand gegen Staatsgewalt gemacht. Stimmt nicht, habe ich nicht gemacht. Und dann bin ich gewaltsam zu Boden gedrückt worden und Handschellen sind aufgegeben worden. Also man hatte nicht zuerst Gewalt angedroht, sondern gleich? Sie haben es gleich gemacht, genau. Gut. Es steht im Gesetz auch anders drin, ja. Die Verhältnismäßigkeit, jeder unterliegt muss der Verhältnismäßigkeit. Ja. Selbst die Erde, die um die Sonne kreist, manche behaupten das Gegenteil, aber selbst die Sonne, die um die Sonne kreist, unterliegt der Verhältnismäßigkeit. Wenn wir keine Verhältnismäßigkeit haben, dann sind sämtliche Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Absolut, ja. Absolut. Gut, warte mal, wo ist denn jetzt die... Wo ist das Opfer? Sarah? Wo ist das Opfer? Sarah! Das ist auch interessant. Ja. Das Opferland. Du hast dann die Hand weggeschlagen vom Polizisten. Weil wir wieder schubsen wollen. Was ist eigentlich passiert? Warum ist es eigentlich zu diesem ganzen, zu dieser ganzen Eskalation gekommen? Okay. Eigentlich hat es angefangen damit, dass ich ein Amtsheimer gefilmt habe. Und dann haben sie mich auch ausgezogen, die zweite Mannschaft. Wollten meine Maskenbefreiung sehen, weil ich keine Masken getragen habe. Hab gesagt, dass die bei meiner Mama ist. Wollte zu meiner Mama gehen, auf einmal stehen sie zu 10 um mich herum. Habe gesagt, lassen Sie mich bitte zu meiner Mama gehen. Ich habe dort meine Dokumente, meine Daten. Passt. Will ich losgehen, reißen Sie mich zu 10 in die andere Richtung zurück. Die anderen kommen wieder von vorn. Das heißt, ich war umzingelt. Wollte mich losreißen, habe angefangen aus Schock zu weinen. Und dann habe ich eh schon gemerkt, dass Leute um mich herum versuchen, mich da rauszuholen. Irgendwie haben wir es dann geschafft, dass ich rausgekommen bin, ich bin in die Masse gelaufen und war unter Schock einfach, weil ich sowas
persönlich noch nie erlebt habe mit der Polizei. Vor allem in Salzburg, weil es eigentlich immer positiv ablaufen ist. Aber heute bin ich, um ehrlich zu sein, wirklich enttäuscht. Ja, und ja, jetzt haben wir am Ende natürlich noch unsere Schwerstkriminellen. Unsere Helden. Eigentlich unsere Helden. Ja, unsere Helden, weil die waren auch eine, das waren die Leute, die auch mitgeholfen haben, mich aus dieser Gruppe von Polizisten herauszuziehen. Und ja. Und eigentlich ja gar nicht, wir haben sie eigentlich umzingelt, also beziehungsweise die Leute haben sie umzingelt, haben sie im Prinzip versucht, ihnen zu erklären, dass verhältnismäßig agieren sollen. Genau, was wir sonst da immer tun. Man versucht ja trotzdem irgendwie zur Polizei so wie zu kommen, zu sagen, dass es nicht okay ist, was die da gerade aufliefern. Ja, irgendwie haben wir es endlich geschafft, haben trotzdem zwei Verhaftungen gehabt, die ersten in Salzburg. Aber wie gesehen, die waren nicht wirklich aus Grund, durch irgendeinen glaubhaften Grund jetzt durchgeführt. Wir haben es geschafft, dass wir wieder frei sind. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste vom heutigen Abend. Wir haben zusammengehalten, wir haben zusammen laut und deutlich gesagt, dass es so nicht geht. Und das hat auf jeden Fall meinen Abend verschönert. Ist das Gefühl für dich, dass du gesehen hast, dass Leute für die Leute, die dir geholfen haben, zur Polizei gegangen sind? Ich finde, dass Zusammenhalt generell in der Bewegung, die wir sind, wichtig ist. Und wenn einer reingeht oder einer festgenommen wird, dann müssen alle zusammenhalten. Absolut. Der Einstellung bin ich schon von Anfang an. Und, ja. Bravo! Super, Sarah. Danke schön. Also meine Lieben, nochmal. Das geht nicht. Das haut schon wieder ständig raus. Das ganze Interview ist schon wieder weg. Na Jenny, dann kann ich noch von mir Material geben, wenn du magst. Ja, aber es ist nicht das erste Mal, das geht. Dann möchte ich da jetzt nur kurz was? Ich wollte nur kurz sagen, also vielen, vielen lieben Dank für euch, eure echte und wahre Solidarität, für den Zusammenhalt in der Bewegung, für das, dass ihr da jetzt eigentlich da herkommen seid, dann drüben wart, für die Menschen, die eigentlich eine Heldentat begangen haben, die Menschen eigentlich hier rausholen wollten aus einer prekären und gefährlichen Situation und einfach, dass ihr zusammengehalten habt. Vielen, vielen lieben Dank. Wir werden hier diese Erfahrung nach Wien mitnehmen. Absolut. Solidarität. Ganz klar. Echte und wahre Solidarität. Danke. Also Dankeschön. Ja. Mit Hirn. Genau. Und Herz. Wir werden das heute in die Welt mitnehmen und nach Wien auch mitnehmen. Weil wir haben uns am 18. entschlossen, dass wir nie wieder es zulassen, dass ein Mensch in Österreich alleine gelassen wird und unschuldig, wenn es beweisbar ist, in Haft genommen wird. Das haben wir uns ausgemacht. Weil wir sind für Marek, unseren Überflieger, auch bei der Polizei gewesen. Um 4 Uhr in der Früh. Und das lassen wir uns nicht mehr gefallen. Wir lassen uns die Leute nicht unschuldig wegsperren. Wir müssen zusammenhalten. Ne? Genau. Wie du sagst, wir müssen zusammenhalten. Das ist eine Gemeinschaft.